seit Regierungsübernahme verfügt diese Koalition über 6,4 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen, als es im letzten Haushalt von Rot-Grün der Fall war. Es wurde nachweislich nicht mehr investiert von diesem üppigen Geldsegen. Wir müssen den Investitionsstau jetzt abbauen, und den gibt es bei den Krankenhäusern, bei den ganzen Maßnahmen, die wir zur Klimaanpassung brauchen, in den Kommunen, bei der digitalen Infrastruktur, beim ÖPNV, bei der Integration. Das wäre eine nachhaltige Finanzpolitik, denn die heute vernachlässigten Investitionen, Herr Minister, das sind Ihre Schulden von morgen. Zu den Zukunftsinvestitionen gehören für uns auch und vor allem handlungsfähige Kommunen. Aber die rennen mit ihren Hilferufen gegen Mauern im Kommunalministerium. Wo bleibt hier eine entschlossene Antwort der Schulministerin auf den zunehmenden Lehrermangel an Grundschulen? Eine Konsequenz wäre jetzt zum Beispiel vor allem die Besoldungserhöhung A13 durchzusetzen. Jetzt haben Sie das Geld, Frau Ministerin. Das Anmahnen einer zügigen Kiebitzreform durch die Kommunen, Herr Minister, auch in Ihre Richtung, wurde auch in der Anhörung mehrfach angemahnt. Statt Übergangsfinanzierung und Löcherstopfen brauchen wir hier eine konsequente Reform. Und vor allen Dingen warten wir noch immer auf die Antwort der Landesregierung zu den Altschulden. Wenn nicht jetzt, wann dann kann man hier einen Schuldenschnitt für die Kommunen machen, bei niedrigen Zinsen und sprudelnden Steuereinnahmen? Das wird, solange man zuwartet, immer nur noch teurer. Und wenn man die Kommunen hier entlastet, ja, dann können sie auch wieder hier mal vielleicht perspektivisch ihre Steuern senken, das, was ja gewünscht ist, Wirtschaft und Bürger entlasten. Aber dafür brauchen sie Unterstützung. Mein Fazit: Die Finanzpolitik des Landes läuft in einer Kombination aus Prinzip Hoffnung. Die Party geht irgendwie weiter, die sprudelnden Steuereinnahmen werden schon kommen. Keine Antworten auf die großen Herausforderungen wie die Klimakrise. Kommunen werden mit den drängendsten Problemen in Stich gelassen. Eine nachhaltige Finanzpolitik ist das für uns nicht.